Die Deutsche Selbstverwaltung von Schomberg kaufte in 2007 ein Grundstück mit finanzieller Unterstützung von einer Verbindung in Südtirol. Seitdem wird es mit Hilfe der schwäbischen Dorfbewohner verschönert. Das Haus wurde eingerichtet und auch der Hof, der Garten und die Scheune wurden fertiggestellt. So verfügt die Deutsche Ortsgemeinde neben dem Schwabenzimmer, was im Haus der Traditionen eingerichtet ist, auch über ein eigenständiges Heimatmuseum. Die Deutsche Selbstverwaltung von Schomberg veranstaltete ihre schwäbischen Familiennachmittag im verschönerten Innendorf. Also die Deutsche Selbstverwaltung organisierte schon jedes Jahr Programme für den Sommer. Aber Covid hat es auch bei uns durchgezogen. Also da konnten wir 2 Jahre lang nicht so viele Veranstaltungen organisieren. Wir hatten früher auch Kindertag hier oder ein gemütliches Nachmittag mit den Kulturgruppen und dann mit Singen, mit Tanz, mit Lieder, mit Blasmusik. Und dieses Jahr, also heute Nachmittag, erwarten wir die Familien mit Kindern, weil wir heute Nachmittag für sie ein buntes Programm bieten wollen. Es kommt Ildiko Frank mit Koffermärchen und dann haben wir aus Holz verschiedene volkstümliche Spielzeuge aus Schwarz also bestellt, damit die Kinder sich wohlfühlen, von ganz kleinen bis zu den größeren Kindern. Und auch Basteln, also haben wir bereitet für die Kinder, also eher volkstümliche, also wir basteln Halstücher oder ausgemalte schöne Handtücher, was auch im Haus drin ausgestellt sind. Oder auch ein Haus von dem Schwäbischen Haus, also ein Moket, können wir basteln heute Nachmittag. Aus der Scheune wurde ein Gemeinschaftsraum, in dem interaktive Spiele auf Jung und Alt warten. Mit diesem kreativen Spielen können Jugendliche ihre Wortschatz weiter ausbauen. Man muss ja wohl úgy kell játszani, hogy megvannak az adott képek, és azoknak meg kell találni a párját. Ez kettesével 2 ember szokta játszani, és aki megtalálja, aki többet talál meg, az nyer. Immer wieder kommen Kindergarten und Schulgruppen nach Schomberg, die sich nicht nur für das Heimatmuseum und den Lernpfad, sondern auch für die interaktive Spiele interessieren. Wir haben hier so Puzzlespiele mit Wörtern und das Haus haben wir von Bildern schön gemacht. Hier haben wir die schöne Stube, die Küche, die Sportherrküche und dann die saubere Stube. Und hier haben wir Wörter und die Kinder müssen dann, was sie auf den Bildern sehen, die Wörter schön auslegen auf das Bild. Hier haben wir die Schomberger Tracht. Das haben wir von Langenau bekommen. Eine Frau stammte von hier und sie hat die 3 Puppen dann für uns schön. Sie hat das für uns geschenkt und sie heißt Frau Göbel. Ja, und das ist auch so ein. Haben wir die Tiere und dann müssen die Kinder, hier sieht man da, ein Pferd und was gehört zu dem Pferd? Das gehört hierher und dann müssen die Kinder das so schön machen. Hier ist dann die Kuh. Die Kuh gehört hier herein. Ja, und hier ist ein Schwein. Und von Schwein machen dann machen sie die Wurst mit den Wurst machen sie. Und dann kommt das Huhn. Und das Huhn machen sie dann von Feder die Polster. Nein, nicht so. Und hier, sie trinken von hier, von dem Trog. Und dann, geht ein bisschen jetzt schwer. Mhm. Und dann kommen hier die Gänse kommen und von den Gänse machen sie dann Polster. Mhm. Ja, und dann ist das so, dass die Kinder auch dann wissen, was wohin gehört. Und dann ist dann, hier ist auch ein Puzzle. Hier, das ist jetzt ein Bild, da sieht man, dass ein schönes Bild ist, aber das sind so Vierecken und dann müssen die Kinder das Haus schön und die Zimmer schön machen.
Alljährlich findet im Heimatmuseum nach alter Tradition eine schwäbische Hochzeit statt. Ziel ist es, die Kinder und Enkel an alte, von Aussterben bedrohte Bräuche und Traditionen heranzuführen.